Oh, ich bin so dumm. Hallo meine Freunde und willkommen zu einem neuen Let's Play, mal so zwischendurch gespielt Spiel. Wir spielen Wer wird Millionär und gucken wir mal, ob ich Millionär werde. Ich denke nicht, werde mich wahrscheinlich jetzt hier gleich voll zum Horst machen. Aber na gut, wir fangen einfach mal an. Einzelspieler, normal natürlich. Kunst, okay, kenne ich mich mit allem fast nicht aus, aber okay. Juliette, Massimo, Lindsay, Ruben, Margarete, Pablo, Shun, Heng, Nadja, George. Hobby Sozialstudentin. Ja, komm, wir geben der Studentin mal eine Chance. Worauf warten wir noch? Los geht's mit unserem Quiz um 1 Million Euro. Herzlich willkommen bei Wer wird Millionär? Ja, hallo und herzlich willkommen. Hello. Thank you. Ich will heute Abend insbesondere Spaß haben. Aber gegen Gewinn habe ich nichts. Unsere Kandidaten stehen in den Startlöchern und die Spannung steigt. Spielen wir Wer wird Millionär? Ja. Sie kennen die Gewinnpyramide und ihre 15 Stufen, um die Million zu erreichen. Ja. Um Ihnen das Leben etwas zu erleichtern, bekommen Sie 4 Joker. Den Telefonjoker, den 50-50-Joker, den Publikumsjoker und die Frage wechselt. Frage wechselt ist neu. Das gab es in früheren Spielen. Kommen nicht. Wir also zu einer ganz neuen Frage. Welchen Vogel hat man redensartlich, wenn man nicht ganz dicht ist? Eine Meise, oder nicht? Also, nehmen wir die richtige Antwort, also C. Nehmen wir die richtige Antwort, C. So, jetzt habe ich noch Chance, falls ich mir nicht sicher bin, die Frage nochmal zu wechseln. Wenn ich Doppelklick mache, dann sicher? Ist sie eingeloggt. Das ist definitiv meine Antwort. Die Wahl ist getroffen. Dann an der Mais, oder nicht? Das ist absolut richtig. Okay, ist ja jetzt kurz auch noch verschlafen nicht so und dann weiter zur nächsten Frage. Vertrauen Sie Ihrem Wissen und sich selbst, denn hier ist die nächste Frage. Wie nennt der Volksmund ein Zecher? Ja, ein Schluckspecht, oder nicht? Tief durchatmen. B, da bin ich mir ganz sicher. Ja, doch, eigentlich bin ich Sind mir das Sie sich relativ absolut sicher. Ja. Das ist definitiv meine Antwort. Dies war Ihr letztes Wort. Nun ist es Zeit, die richtige Antwort herauszufinden. Gut. Ich habe mir die nötige Zeit genommen und das hat sich gelohnt. Nun kommt eine ganz neue Frage für Sie. In welcher Sportart schlug Wladimir Kramnik Garry Gasprov im Jahre 2000 im Kampf um die WM? Schlug sich. Mit dem 50-50 Joker entfernen wir jetzt 2 falsche Antworten, um Ihnen weiterzuhelfen. Ja, dann Die richtige Antwort, das spüre ich. Ich habe keine Ahnung. Sie wissen ja jetzt, was meine nächste Frage sein wird. Nämlich, sind Sie davon überzeugt? Noch nicht so ganz, aber Halma. Oh, ja, das ist definitiv meine Antwort. Sie haben Ihre Wahl getroffen. Schauen wir uns jetzt die richtige Antwort an. Das ist richtig. Ich musste einfach die Ruhe bewahren und das hat sich gelohnt. Ja. Gehen wir zu dieser neuen Frage über. Wer wird für seine Dienste nicht entlohnt?
Der Stubenhocker. Ich werde C nehmen. Ja, es ist der Stubenhocker, ganz klare Sache. Sind Sie sich absolut sicher? Ja, bitte. Das ist definitiv meine Antwort. Nun ist es soweit, die richtige Antwort herauszufinden. In diesem Sinne richtig. Okay, kurz verschnaufen und dann weiter zur nächsten Frage. Diese neue Frage sollte es Ihnen nicht schwer machen. In der Theorie. Welche deutsche Schlagerkombo war bis 2011 erfolgreich? Also ich kenne jetzt nur die Flippers. Nehmen wir die richtige Antwort, also C. Aber sind die nicht immer noch erfolgreich? Oder? Ich habe keine Ahnung. Ach du Scheiße. Sind Sie sich sicher? Ja. Das ist definitiv meine Antwort. Die Spannung ist unerträglich. Ich kenne nur die Flippers. Glückwunsch zur erreichten Sicherheit. Diesen Gewinn kann man Ihnen nicht mehr abholen. Yeah, 500 Taler. Ihre neue Frage steht bereit. Viel Glück. Wie lautet gemäß Duden der korrekte Plural von CD? Ja, CDs. Aber mit... Oh Gott. Ich möchte, glaube ich, das Publikum befragen. Nein, ich rufe jemanden an. Ein Anruf könnte Sie in der Tat von dieser peinlichen Frage erlösen. Ja. Los geht's. Ich glaube, Andy weiß das. Andy ist bestimmt hier Technikfreak oder so. Guten Abend, Andy. Hier ist Wer wird Millionär? Und unser Kandidat benötigt Ihre Hilfe. Ist das für Julie? Da muss ich mich konzentrieren. Ja, ich möchte nicht, dass sie verliert. Oh Gott, hau genau, rein. Sie zählt auf sie. Aber man sollte sich nicht zu sehr unter Druck setzen, auch wenn man nur wenige Sekunden hat. Auf geht's, Andy. Wir glauben an dich. Wir werden das schaffen. Nach in diesem Fall vor allem du. Mein Bauchgefühl sagt D. D, C, Ds und Bauchgefühl. Oh, versuchen Gott. Wir es mit D. Und nun möchte ich wissen, ist das Ihre Antwort? Ja. Oh, ja, das ist definitiv meine Antwort. Haben Sie Ihre Wahl getroffen? Das habe ich noch nie irgendwo gelesen. Sie haben alles gegeben, aber leider ist das nicht die richtige Antwort. Also ohne Apostroph wird es geschrieben, nächstes okay? Nächstes Mal wird's besser. Aber komm, wir haben 500 Sehr Checken. Gut. Immerhin haben Sie noch den ja. Gewinn der Sicherheitsstufe. Nicht zu sehr ärgern. Nein. Wir haben immer 500 Euro. So Leute, nächste Runde wird vielleicht besser oder noch schlechter. Massimo ist unser nächster Kandidat. Herzlich willkommen bei Wer wird Millionär? Herzlich willkommen bei Wer wird Millionär? Unsere Teilnehmer werden alles geben, um die höchste Stufe unseres Spiels zu erreichen. Ja, auf jeden Fall. Stockemarsch, Massimo. Es freut mich, hier zu sein. Jetzt müsst ihr nur noch diese Fragen beantworten. Sind Sie bereit? Dann los. Hier kommt Wer wird Millionär? Nun, Sie kennen das Prinzip. Ja, das brauchen wir uns nicht nochmal anhören. Gehen wir zu dieser neuen Frage über. Der 29. Februar ist immer ein Gammeltag, Schalltag, Brückentag. Oder Waschtag? Nein, es ist der Schalltag. Also. Ich entscheide mich für D. Sie scheinen von Ihrer Antwort überzeugt zu sein, aber sind Sie sich sicher? Ja. Das ist definitiv meine Antwort. Sie haben Ihre Wahl getroffen. Schauen wir uns jetzt die richtige Antwort an. Es dürfte die sein. Sie haben sich nicht getäuscht. Richtig! Hätte mich jetzt auch stark gewundert. Ich habe nie verloren. Ich war gut.
Ihre neue Frage steht bereit. Viel Glück. Wer hilft bei der Geburt eines Babys? Hebamme? Senkamme? Stemmamme? Oder Ziehamme? Nein, die Hebamme. Ah, ja genau. Ja, ja. Sind Sie davon überzeugt? Jetzt. Ja, das ist definitiv meine Antwort. Oh je, was für eine Spannung. Nö, dabei jetzt noch nicht gut. So. Ich merke, mein Allgemeinwissen ist super. Ist Bombe. Eine neue Frage ist im Anflug. Wie nennt man die Landschaft zwischen Rothaar, Gebirge und Westerwald? Die Landschaft? Siegerland oder nicht? Ach so. Siegerland, Verliererforest, Gewinnzone, Debakelfeld. Also, das hätte ich auch vorher gewusst. Siegerland. Und nun möchte ich wissen, ist das Ihre Antwort? Ja. Definitely, yes. Das ist definitiv meine Antwort. Na, ob es wohl die richtige Antwort ist? Das stimmt. Ich nahm mir die Zeit nachzudenken und es lohnte sich. Das ist eigentlich die nächste Stufe. Unser Redaktionsteam bietet Ihnen eine der besten Fragen. Der Vorname welches Rockstars erinnert den Franzosen an Weihnachten? Kurt Cobain, Noel Gallagher, Freddie Mercury oder Axl Rose? Der Vorname welches Rockstars erinnert den Franzosen an Weihnachten? Woher soll bitte schön ich das wissen? Ich möchte die Frage wechseln. Mhm. Sie lassen Ihren Verstand walten und möchten die Frage wechseln. Ja. Viel Glück. Danke. Aber warum Noel Gallagher? Warum? Noel? Ihre neue Frage steht bereit. Viel Glück. Was findet man nicht auf der Landkarte? Thüringer Wald? Schwarzwald? Westerwald? Hannawald? Den Hannawald findet man da nicht. Sven Hannawald, weiß ich, notieren? Skispringer oder so? Das ist definitiv meine Antwort. Die Spannung ist unerträglich. Das ist absolut richtig. Ich habe den Glauben nie verloren. Ich war gut. Ich verliere den Glauben auch noch nicht. Vertrauen Sie Ihrem Wissen und sich selbst, denn hier ist die nächste Frage. Wie heißt das Gebäude des US-Parlaments in Washington? Kapital, Kapitol, Kartell, Kapitel, Kapitol oder nicht? Ganz klar, es ist B. Oder es, nein, es ist jetzt das Kartell, die Frage von ne? mir, die Sie bestimmt nicht hören möchten. Oh nein! Sind Sie sich sicher? Das ist definitiv meine Antwort. Nein, oder? Sie haben oh Ihre Gott, getroffen. Das hat mein Bauch sofort gesagt. Oh nein, ist das Kartell, ne? Glückwunsch. Oh nee, doch nicht. Was war denn das Kartell da nochmal? Nicht mehr abwärts. Oh, 500 Tacken. Da kann man sich schon mal einen Friseurbesuch von leisten. Hier ist eine neue Frage für Sie. Marc Schwarzer ist Rekordnationalspieler welches Landes? Marc Schwarzer? Keine Ahnung. Australien. Mein Bauchgefühl sagt C. Okay, C. Und nun also ich hab's wissen, gegoogelt. Ist wollt das ich... Ihre Antwort? Ich wollte jetzt ja, das kein... das ist definitiv meine Antwort. Kein, Dies war Ihr letztes Wort. Nun ist es Zeit, die richtige Antwort herauszufinden. Ach, ist das schon wahr? Scheiße. Das stimmt. Ich wollte jetzt keinen Joker dafür verwenden. Ich wollte mal ein bisschen weiterkommen bei 500 Euro und ein bisschen weniger peinlich sein. Gehen wir jetzt zur nächsten Frage, wenn es Ihnen nichts ausmacht. Doch, das macht mir was aus. Für welche britische Nationalmannschaft spielt Ryan Giggs von Manchester United? Woher soll ich das denn wissen? Ich kenne mich mit Fußball überhaupt nicht aus. Das gibt's doch nicht. Was soll ich sagen? Ich google das jetzt nochmal. Ich weiß, das ist jetzt so ein bisschen Cheaten, aber ich mit Fußball käme ich nicht aus und dafür gebe ich gerne Joker aus. Ryan Giggs.
England. Also, ich würde natürlich B sagen. Nein, Wales! Ach, scheiße, sicher? Ich hab mich verlesen. Außerdem wird doch ein Joker genommen. Okay, nein. Dann schauen wir uns mal die richtige Antwort an. Nein, Wales! Sie haben gezögert und Sie hätten vielleicht etwas mehr auf Ihr Bauchgefühl hören sollen. Ja, da habe ich gar nicht. Das ist leider nicht die richtige Antwort. Sorry. Scheiße. Na gut, das habe ich echt nicht vorhergesehen. Sie gehen immerhin mit einer schönen Summe nach Hause. Seien Sie nicht zu sehr enttäuscht. Ah, fuck it. Oh, ich bin so dumm. Auf Fußball käme ich halt überhaupt nicht mit aus. Können wir das rauslassen? Ja, aber Sport und Hobbys, ja, das ist doch. Sport gehört zu Hobbys. Jetzt ist Lindsay dran. Ihr Hobby ist Kino und Beruf ist die Forscherin. Ja, die kann doch was. Willkommen zurück, unser neuer Kandidat sitzt hier, Lindsay Lohan. Welches Rohr hilft dem Sehvermögen auf die Sprünge? Das Zuckerrohr, das Blasrohr, Pedigrohr, Fernrohr. Versuchen wir es mal mit D. Ja, das ist richtig. Das Fernrohr. Also so viel weiß ich jetzt auch noch. Ist das Ihre Antwort? Yes. Das ist definitiv meine Antwort. Die Spannung ist unerträglich. Das ist richtig. Yay. Ah, perfekt. Wir machen Fortschritte. Eine neue Frage ist im Anflug. Viel Glück. Mit welchem dieser Gegenstände würde man Getränke warm halten? These, Thermoskanne, Taurus... Thesaurus, Thermalweste mit einer Thermoskanne. Ich werde auf B wetten. Aber wetten? Sie scheinen von Ihrer Antwort überzeugt zu sein. Yes. Aber definitiv. Sind Sie sich sicher? Na, aber sowas von. Das ist definitiv meine Antwort. Oh je, was für eine Spannung. Ist notiert und wird als richtig durchgewinkt. Ich hätte mich jetzt auch gewundert, wenn es die These gewesen Hervorragend wäre. Hervorragend gemacht. Fantastisch. Ja, bei 100 Euro sind wir ganz fantastisch. Es ist Zeit, zu einer neuen Frage überzugehen. Wie nennt man die Lügengeschichte der Seeleute? Matrosenlatein, Seemannsgarren, Lotsenschwindel, Kadettenschnack, Seemannsgarren. Ich vertraue meinem Bauchgefühl und wähle B. Ja. Ist das Ihre Antwort? Ja. Das ist definitiv meine Antwort. Na, ob es wohl die richtige Antwort ist? Ich befürchte. Es ist tatsächlich die richtige Antwort. 200 Tacken. Ah, perfekt. Hey. Wir machen Fortschritte. Ah, definitiv. Hier ist eine neue Frage für Sie. Mit dem Namen welches britischen Königshauses bringt man einen Stuhl und einen Knoten in Verbindung? Tudor, York, Stuart, Windsor? Nein. Aber ich habe doch sicher die richtige Antwort. Oder? Ich möchte das tauschen, bitte. Dann wechseln wir jetzt mal die Frage und hoffen, dass Sie mehr Glück haben. Ich hätte jetzt Tudor gesagt, aber es ist... Na gut. Aber Windsor würde mir jetzt eher an den Windsor erinnern, also Wein. Diese neue Frage sollte es Ihnen nicht schwer machen. Ah. In der Theorie. In der Liga welchen Landes spielt der Fußballverein Sampdoria? Oh Gott! Möchte jemand anrufen? Ich habe keinen Plan. Ich hasse Fußball. Könnte Sie in der Tat von dieser peinlichen Frage erlösen. Los geht's. Oma, Cousine, Kinder, Freund, Schwester. Cousin, Entschuldigung, Cousin. Thomas weiß das bestimmt. Hallo, hier ist Thomas. Hi. Ach, Thomas, ich brauche deine Hilfe. Hier ist Lindsay. Ich stecke bei einer blöden Frage fest. Du musst mir einfach helfen. Ah, okay.
Ich werde alles versuchen. Ach, stell dich so an. Jetzt fühle ich mich etwas unter Druck gesetzt. Es ist Dee, ganz sicher. Italien? Aber wieso? Manchmal muss man auf sein Glück vertrauen. Okay, Dee. Sind Sie sich absolut sicher? Das ist definitiv meine Antwort. Bin ich nicht. Haben Sie Ihre Wahl getroffen? Ja, aber es ist nicht definitiv nicht, weiß ich nicht. Muss es sein, ist es auch. Ruhe und Gelassenheit führen zum Erfolg. Ja, genau. Bei 300 Euro wird er doch sagen. Es ist Zeit, zu einer neuen Frage überzugehen. Was ist das Gegenteil von Vollmond? Leermond, Dunkelmond, Nullmond, Neumond. Neumond, oder nicht? Also, versuchen wir es mal mit D. Weil Leer, Dunkel und Null... Sind Sie davon überzeugt? Ziemlich. Ja, das ist definitiv meine Antwort. Ja. Nun ist es soweit, die richtige Antwort herauszufinden. Neumond, doch klar. Durch das Erreichen der Sicherheitsstufe können Sie jetzt erst einmal durchschnaufen. Bravo. Ja, ich schnauf einmal durch. Ich denke, wir sind uns alle einig, dass wir mit einer neuen Frage fortfahren können. Wen verehrten die Kelten und Germanen als Muttergöttin? Schrullen, Matronen, Drachen oder Schabracken? Ich schwank zwischen Matronen und Schabracken. Ich lass mal zwei löschen, weil dem Publikum schon. Wir haben die Wahl zwischen diesen beiden Antworten. Mhm. Es war so klar, oder? Ich nehme die Matronen. Ich werde auf B wetten. Ja, komm, lock ein. Ich habe keine Ahnung. Gut, dann nehmen wir diese Antwort. Ich meine, ich habe das schon mal irgendwo gehört. Das ist definitiv meine Antwort. Dies war Ihr letztes Wort. Oh Gott. Nun ist es Zeit, die richtige Antwort herauszufinden. Ja, das ist richtig. Hätte mir den Joker ersparen können, Mensch. Wir machen Fortschritte. Ich hoffe, Sie haben sich von Ihren Emotionen erholt, denn hier ist die nächste Frage. J.D. Salings Kultroman trägt den Titel Der Finger im... Bitte was? Finger im Hafen, der Finger im Weizen, der Finger im Roggen, der Finger im Mais? Was ist los? Meine Damen und Herren, bitte helfen Sie unserem großartigen Kandidaten... Na, ganz großartig, total dumm ist der, also ich... Oh, das ist aber nicht sehr eindeutig. Der Finger im Weizen. Ich würde sagen, es ist C. Ich lege mich fest. Ich mich nur nicht. 28% sagen auch Mais. Und 21% sagen, ja komm, ich nehme C. Jetzt kommt die Frage von mir, die Sie bestimmt nicht hören möchten. Sind Sie sich sicher? Nein! Das ist definitiv meine Antwort. Ja, ich bin mir definitiv. Haben Sie Ihre Wahl getroffen? Ich muss meinen Stuhl einstellen. Raten reicht aber nicht aus, um weiterzukommen. Das ist nicht die richtige Antwort. Ich bedauere nichts. Ich habe alles gegeben. Leider fallen Sie auf die Sicherheitsstufe Mann! Zurück. Besser als nichts. Ja, stimmt wohl. So, meine Freunde, damit verabschiede ich mich auch. Ihr seht, ich bin dumm. Ich hoffe, euch geht's gut. Bleibt gesund. Wir sehen uns das nächste Mal wieder, wenn es wieder heißt: Wer wird Millionär? Bis dahin, euer Scary Fairy. Ciao, ciao.